Wie oft konnten wir nach einem schlechten Tag unserem Alltagsstress entfliehen? Den Stress abbauen durch Training. Wir konnten uns ausbauen oder einfach mal abschalten. Wir trafen motivierte und gut gelaunte Menschen. 2020 war ein echt hartes Jahr. Ein hartes Jahr für uns alle, aber auch für unsere Studios. Nach dem ersten Lockdown gaben wir unser Bestes, um weiterhin für euch geöffnet zu bleiben. Doch dies stand nicht in unserer Macht. Wir wussten nicht, ob wir diese Herausforderungen meistern können. Wir waren ungewiss darüber, wie es weitergeht. Es hing alles von jenen ab, die uns weiterhin unterstützten. Die uns Kraft gaben und uns beistanden in dieser schwierigen Zeit. Wir verdanken es euch Mitgliedern, dass wir uns über Wasser halten können. Und wir sind froh darüber, weiterhin arbeiten zu dürfen. Während die Studios schlafen, bleiben wir im Hintergrund wach, lernen täglich in Schulungen dazu und benutzen die Zeit. Wir nutzen die Zeit, um das zu pflegen, was uns allen so wichtig ist. Unsere Studios. Wir bedanken uns bei den besten Mitgliedern. Danke für euren Beistand. Danke für euren Support. Danke, dass ihr weiterhin für uns da seid, wenn wir nicht für euch da sein können.